Tag ist gespannt, ob wir noch wieder zurückkommen. Hallo im Deutschland, Kameraden. Wer so Kopoza Civic Videoreihe verfolgt, weiß, wie schwierig es sein kann, in Almania ein legales Automobil zu bauen. Auch wenn du allen sagst, es soll 100% Zirkus wasserdicht sein. Am Ende wird illegale Eintragung vorgenommen, zahlst einen Haufen Holz und hast im Grunde dafür nichts außer Probleme. Das passiert leider da draußen sehr häufig. Vielleicht seid ihr Kurva sogar Opfer davon, nur wisst ihr das noch gar nicht. Weil ihr mit euren Automobilen Zirkuskontrollen meidet oder ihr einfach noch nicht auf den falschen Clown getroffen seid. Ein guter Kamerad aus Community hat zum Beispiel eine S13. Und was soll Palak sagen? Alles eingetragen. Aber schauen wir erstmal bei der lustigen Automobilinspektion rein und reden dann nochmal drüber. Hier haben wir Maschena S13. Morgen im Deutschland. Er sagt, seine S13 ist die krasseste in Germania. Mit CR18, das muss man dazu sagen. Weil sonst gibt es wahrscheinlich noch krassere Umbauten. Also du meinst mit diesem Ding, Standard-Motor, der hier normalerweise reingehört. Ui, Business. Sieht zumindest nicht legal aus. Doch, natürlich, straßenlegal, aber viel Geld ist reingeflossen. Was hast du, Kurzfassung, kein Roman bitte, ja, okay. Kurzfassung. Also wir haben einen Schmiedemotor, alles was man halt braucht, Metallkopfdichtung, Stehbolzen, Schmiedekolben, Stahlbeil. Wir haben den G3077 Turbolader, große Luftfilter. Wir haben noch eine andere Silvia da stehen. Aber, Kameraden, der macht keinen Scheiß, der sagt wirklich, dieses Automobil, so wie ihr hier gerade seht, ne? Snap-off auch eingetragen, gell? Ja. Okay. Ansonsten, hier seht ihr, Kurva, alles leer. Okay, die Nummer ist jetzt rot, weil der hat keine Schilder bekommen. Aber der hat TÜV, muss nur Schilder abholen und los geht auf Straße. Was sagt ihr dazu? Werden wir heute stillgelegt? Hoffentlich nicht. Weil wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt, ja. Auf jeden Fall, Palak ist gespannt, ob wir noch wieder zurückkommen oder nicht. Wir operieren uns jetzt da rein. Wo ist der Russack-Kurva? Ich muss den kurz kalibrieren, Moment. Fahren wir? Ja, wir fahren jetzt los, ja. Also wir müssen erstmal hier rauskommen und dann geht's auf die Straße. Ob das Kurva eingetragen ist, ich weiß es nicht, Kurva. Aber geil sieht der Apparat schon aus, Alter. Vielleicht gibt es gleich neue Beschlagnahmungsvideo, okay? Silvia beschlagnahmt. Frag dich jetzt nochmal, du bist dir ganz sicher, dass du auf germanische öffentliche Straße jetzt damit fahren willst? Ja. Ich habe gefragt. Ganz wichtig, warm laufen lassen. Das heißt, wir haben Zeit, dass Palak gegen Dehydrierung ankämpfen kann. Und zu diesem Automobil kommen wir auch gleich. Kameraden, der schnurrt aber wie ein Kätzchen. Mal sehen, ob der Zirkus das auch zu schätzen weiß. Was ist das für ein... Was ist das? Unsere Motorhaubenhalterung. Das ist ja Kurva ein Staubsaugrohr. Ja, kreativ sein. Muss der hier liegen, okay? Alles klar. Falls wir uns verteidigen. Ah, okay. Ah, hast du Ball dabei? Weil du musst immer, wenn du Schlagstock dabei hast oder Baseballschläger, musst du Ball dabei haben, wenn der Zirkus kommt. Also wenn ich jetzt das Rohr dabei habe, muss ich einen Staubsauger dabei haben, oder was? Richtig. Also für mich sind die Sitze gut. Da ist doch normalerweise so ein Schaumstoffkurva, wo du drauf sitzt. Warum fehlt's? Was ist das? Damit du tiefer hockst. Was Kurva. Der sagt, der hat Straßenzulassung. Guck, das siehst du das. Denkst du, Ding, das ist okay von Verkabelung? Das ist doch Motorkabelbaum da unten, oder? Bestimmt. Pass mit deinen Füßen bitte auf. Bis jetzt. Das Kabel drauf sitzt. Das ist Staubsaugrohr. Nicht wundern. Elektronische Gurte. Da hinten keine scharfen Kanten natürlich, wie der Zirkus es immer mag. Ganz normale Automobil. Okay, mein Mobilapparat weiß wo lang. Jetzt wissen die auch, wo du gefahren bist. Und wie viel Uhr wissen die auch. Also haben wir Videobeweis. Offene Blow-off eingetragen.
nichts eintragen, gell? Das hat er auch recht. Was ist da für Fahrwerk drin? XYZ. Diese neue Marke. Nee, ist aus Japan. Oder irgendwo her, keine Ahnung. Heißt echt XYZ. Es ist nicht 0815, weißt du, das ist wirklich, das heißt XYZ. Habe ich Corona noch nie gehört. Der Typ auch nicht. Glück, Kamerad. Aber wir fahren auch nicht in dieser Straße. Kurva, sogar Komfortausstattung. Mhm. Der ist auch alles Papiere Hammer, ne? Ist ein Schaltknopf, da muss man nichts eintragen. Ist aber geil, gell, mit so einem Automobil auf der Straße. Ich erinnere mich an früher. Steigt dann mal aus und dann hören wir uns dieses Gerät hier von außen an. Aber wie immer, Palak hat Glück. Wir haben nicht volle Leistung, wir haben zu viel Sprit. Zu viel Sprit ist nicht gut, das wäscht dann die Wände von Brennraum und dann macht Kolben nichts. Mag das nicht. Weil es hier heiß, ich mach wieder auf. Gefällt dir? Das ist ganz wichtig, Sonnenblende. Ist typ relevant, gell? Ja. Was ist das? Das Gelbe hier? Das ist unser Lambda-Signal von unserer Anzeige, das wo wir provisorisch der ECU zugefügt haben, weil die normalen funktionieren. Das gelbe Kabel sagst du, ja? Ja, das es riecht ein bisschen ölig, muss ich sagen. Kann nicht sein. Bist du verzaunt? Oh. Ich revidiere meine Aussage. Das Fahrwerk ist schon ein bisschen hart. Ich muss auch sagen, wir fallen kaum auf, gell? Kaum, ja. Wir fahren jetzt durch 30er-Zone. Weiß auch nicht, der Russack hat den Standort ausgesucht. Warum lässt du den Standort aussuchen? Der hat zu mir gesagt, da ist gut, da könnt ihr fahren. Russack, was für... Man kann denn nichts... Wo sollen wir hin? In die Sackgasse? Nein, links. Kann es sein, dass die Vorderachse ein bisschen ausgeschlagen ist? Ich glaube, das sind die Uniballlage. Okay, so fair müssen wir sein. Er hatte wirklich Lambda-Probleme, hat hier alles auseinander gerissen, dass er überhaupt bei... Event antreten kann. Nvidia, sagst du mir EG-Genehmigung, so wie der Civic, Kurva. Ja. Civic hat auch EG-Genehmigung, den kannst du die Arsch damit abputzen. Ist aber in Verbindung mit dem anderen Rest eingetragen. Das in Verbindung macht den Unterschied. Hast du Videos geguckt, gell? Ja. Okay, Kamerad, wir machen das Kamera dran und dann machst du ein paar Dinge, machst hier so, pass auf, da ist Schlagloch da hinten. Ja. Hier ist scharfe Kurve. Schau mal, Russack, schau mal. Wie viele Gullideckel auf 50 Meter wollen wir haben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Danke. Wir haben Touristen auf der Strecke. Touristen. Kamerad, dazu muss man sagen, bei welcher Drehzahl kommt der Lader? So richtig. 4500. Und bei wie viel sind wir hier? 3 bei Russack seiner tollen Strecke. Aber man hört, Herr Kurva will jetzt losballern. Ja, er will schon, aber ich muss abbremsen, sonst bin ich im LKW. Okay, wir sollten hier verschwinden. Der war auch eingetragen. 100 Pro. Wir haben 30 Grad und hier drin ist schon scheiße heiß. Alter, Lenkwinkel hat auch, ne? Hast du Gabelstapler-Eintragung, gell? Ja. Aber jetzt machen wir Landstraße-Durchladungen. Man sitzt in einem Rennauto auf der Straße. Nein, das ist ganz normal. Also die Soundkulisse hier drin ist schon brutal. Ja, man merkt, was er machen könnte. Deine Strecke ausgesucht. Genau. Testen. Wo hast du uns dahin geschickt? Der Standort Kurva in dem Industriegebiet, wo man gut ballern kann. Alles voller Gullis, alles voller Schlaglöcher. Hattet ihr Kontrollen? Nee. Ja, also. Aber viele 30er-Zonen. Da seid ihr auch 30 gefahren. Ja, natürlich. Gut. Und was meint ihr? Fährt der Kamerad in Mannheimer Quadrate auf eigener Achse rein und auf Abschlepper wieder raus? Aber es ist doch Kurva alles eingetragen. Also wieso sollte es da Probleme geben? Kameraden, dieses Video soll euch verdeutlichen, dass diese Eintragung für den Prüfer Geld bedeutet.
Und Kurwa, es ist nun mal auf dieser Welt so, Geld regiert die Welt. Die wenigsten gehen dagegen vor, deswegen läuft Business lukrativ. Seid also selbst immer kritisch und Kurwa, leider am Ende müsst ihr euch selber informieren und über die Gesetzeslage besser Bescheid wissen als alle anderen. Oder abwägen, ob sich für euer Automobil eine Eintragung überhaupt lohnt, weil ihr Geld für Eintragung verbrennt und am Ende doch Strafe und Gebühren auf euch zukommen, weil doch etwas so nicht erlaubt ist. Es reicht eine illegale Eintragung oder ein nicht eingetragenes Teil, was die übrigen legalen Eintragungen nichtig macht. Euer Automobil wird einkassiert, mitgenommen und Kurwa im schlimmsten Fall stillgelegt. Und das trotz Eintragungen für mehrere Tausende von Euro. 90% des Automobils eingetragen, aber eine Kleinigkeit reicht, um ein großes Bis jetzt auszulösen. Kurwa, dann doch vielleicht gar nichts eintragen. Bei krassem Projekt, vielleicht sogar günstiger, weil ihr im Dorf lebt und Zirkus noch entspannt ist. Das muss jeder für sich selbst wissen. Palak hat auch im Kommentar unter den letzten Videos gelesen, dass da einige Kameraden da draußen genau diese Philosophie fahren. Ihr wisst, Palak und Rusak zeigen und informieren euch bei Soko Posa Civic mit ganzem Halbwissen, wie es geht, maximal legal und wasserdicht beim Aufbau eines Automobils zu sein. Und wenn es am Ende vor Gericht geht, teilen wir mit euch unsere Erfahrungen, auch wenn diese teuer, schmerzhaft und unangenehm sind. Weil Palak hat schon genug gehört und gesehen von diesen Prüfer oder möchte gern Tuning-Anwälten oder Clowns da draußen, die selbst keine Ahnung haben und Kurwa Mist erzählen. Und dann wird es sehr teuer für euch, wenn so ein Kurwa-Experte kommt. Denn am Ende muss man selbst derjenige sein, der Plan hat, und Palak und Rusak versuchen euch dabei zu helfen. Palak ist auf eure Meinung zu aggressive Silvia von Kamerad gespannt. Lohnen sich die 5k Eintragungen oder hätte man lieber das Geld zur Seite legen sollen für künftige Abschleppkosten, Strafen und sonst Kurwa die ganze Huinja, die auf einen zukommt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.